Eine Möglichkeit zur mechanischen Energiespeicherung mit einem festen Material sind sogenannte Schwungmassespeicher. Bei diesen Schwungmassespeichern nutzt man die Rotationsenergie eines Materials. Das heißt, man versetzt das Material in Rotation durch elektrische Anregung und kann dadurch elektrische Energie in mechanische Rotationsenergie umwandeln, was man sich zunutze macht. Also wir haben bei dem Schwungmassespeicher also einen Zylinder, der eingebaut ist in diesen Schwungmassespeicher. Der wird in Rotation versetzt mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Das heißt, hier haben wir also diesen Zylinder. Der Antrieb erfolgt elektrisch. Das heißt also, man gibt elektrische Energie zu, um das System in Rotation zu versetzen. Und will man nun die elektrische Energie wieder zurückgewinnen, was wird gemacht? Man reduziert die Rotationsgeschwindigkeit und erhält damit dann wieder elektrische Energie über die Induktion. Was man nun berücksichtigen muss bei der Berechnung, also die Rotationsenergie ganz allgemein, ist ein halb J mal Omega Quadrat mit dem Trägheitsmoment des sich drehenden Objektes. Trägheitsmoment. Dieses Trägheitsmoment muss bestimmt werden. Das hängt natürlich jetzt ab von der Form und Art des rotierenden Objektes. Und dieses Trägheitsmoment berechnet sich ganz allgemein als Integral über das Volumen R Quadrat dm beziehungsweise R Quadrat und dann die Dichte, die natürlich abhängig sein kann von dem oder variieren kann, dv über das gesamte Volumen. Das macht bei allgemeinen Objekten ist die Berechnung oder kann die Berechnung relativ kompliziert werden. Ein Beispiel, was sich jetzt sicherlich hier auch ganz gut anwenden lässt bei diesem Schwungmassespeicher, ist ein Vollzylinder. Dort ergibt sich dann durch die Symmetriebetrachtungen, dass dann das Trägheitsmoment des Vollzylinders ein halb mr Quadrat ist. Das heißt also, das Trägheitsmoment ist gleich ein halb mr Quadrat mit der Masse und dem Radius zum Quadrat. Was nun variiert wird, ist die Rotationsgeschwindigkeit, also das Omega, mit der das Objekt dreht. Das heißt, man kann den Strom nutzen, um die Rotation schneller zu machen und die Rückverstromung erfolgt, indem man die Rotationsgeschwindigkeit reduziert, das Omega reduziert und damit dann elektrische Energie wieder gewinnt. Der Vorteil von diesen Schwungmassespeichern ist, dass sie eine sehr schnelle Reaktionszeit haben. Das heißt, das ist eine netzdienliche Relevanz, dass man innerhalb von Sekunden oder sogar Millisekunden reagieren kann auf Schwankungen der Frequenz im Netz. Das heißt, wenn man sehr schnell elektrische Leistung aufnehmen oder abgeben muss, dienen diese Schwungmassespeicher dazu, diese Energie aufzunehmen oder abzugeben. Sie sind jetzt aber nicht geeignet dazu, um größere Energiemengen aufzunehmen. Das ist also im kleineren Bereich, im Bereich von Kilowatt als Leistungsaufnahme, sondern dann im Bereich von Kilowattstunden oder Megawattstunden hinsichtlich der Stromspeicherkapazität. Die Selbstentladerate ist sehr hoch, dadurch, dass man natürlich permanent Energie auch zuführen muss, damit das Objekt in Rotation verbleibt, haben wir eine sehr hohe Selbstentladerate innerhalb von wenigen Minuten, jedenfalls Stunden, kommt das System vollständig zum Erliegen. Das heißt, wir haben eine hohe Entladerate. Die Zyklenzahl ist quasi unbegrenzt, sofern die technischen Komponenten alle gewartet werden. Es sind noch welches Potenzial ergibt sich bei diesen Schwungmassespeichern hinsichtlich einer Weiterentwicklung? Man kann die Drehzahlen noch weiter erhöhen. Die Energiedichte könnte man auch noch erhöhen, indem man einfach noch andere Materialien verwendet. Das heißt also, das Trägheitsmoment entsprechend anpasst, um dort noch mehr Rotationsenergie zu speichern. Dennoch sind diese Schwungmassespeicher
als Kurzzeitspeicher, als Netzstabilisierungsspeicher zu sehen, nicht als Langfristspeicher für große Energiemengen, sodass sie bei der Transformation des Energiesystems hin zu volatilen, regenerativen Energiequellen auch nur eine untergeordnete Rolle spielen werden. Im Kurzfristbereich werden sie eine größere Rolle spielen, das heißt also zur netzdienlichen Stabilisierung des Stromnetzes werden sie eine große Rolle spielen. Das heißt, also der Einsatz wird sich weiter verbreiten, um auf kurzfristige Schwankungen der Frequenz im Stromnetz reagieren zu können, wird man also weiter auf Schwungmassespeicher setzen.